Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Cruising Kansas Event Video hier im American Truck Simulator. Wir stehen hier noch in Dodge City und schauen mal, wohin die Reise heute geht. Hab, wie gesagt, ein bisschen nochmal gewartet vom letzten Video zu diesem. Vielleicht so 5 bis 10 Minuten. Einfach um zu gucken, ob vielleicht ein guter Auftrag wieder reinkommt, der uns eventuell sogar nach Hutchinson bringt. Aber ich bezweifle es, ja, leider nicht. Wie sieht's aus mit, was, Emporia? Ne, Emporia war woanders. Mit Wichita. Haben wir was nach Wichita? Wir hätten Pittsburgh. Aber gucken wir erstmal nach Wichita. Ne, immer noch nicht nach Wichita. Ist denn ein Auftrag, der nach Junction City ging, noch da? Natürlich nicht. Wir hätten da natürlich jetzt noch Kansas City anzubieten. Marysville wäre natürlich auch was. Aber ich glaube, wir haben echt nichts. Außer jetzt in diesem Fall Kansas City. Hey, es ist zu nah. Also viel zu nah. Kansas City oder halt Pittsburgh. Da sieht es gerade nah aus. Wir haben zweimal sogar Celina. Einmal in Utah und einmal in Kansas. Ist ja auch stark. Topeka würde auch gehen. Dann würde ich sagen, fahren wir von Johnson and Smith nach Nielsen Roads Corporation. Fahren wir dorthin. Ne, weil es ist ein bisschen länger, als er eigentlich wollte ursprünglich, aber okay. Kann man nicht ändern, die Aufträge kommen halt, wie sie kommen. 22.000 Pfund und 13.500 Dollar. Dann fahren wir eben rüber. Topeka habe ich auch schon mal notiert, dass wir dorthin fahren, bis wir schon mal waren. Und dann mal kurz ans andere Ende der Straße. Schön uneben. Livestock Auction haben wir hier links. Abbremsen. Oha. Ja, ist wahnsinnig. Abzubremsen. Ich finde auch schön, dass das quasi noch mit dazugehört, obwohl man da nicht rauf sollte. Vielleicht liefert man da eher hin. Who knows? Da haben wir jetzt. Hä? Ah. Nee. Hä? Ich verstehe. Ich hätte, glaube ich, da reingemusst, wo ich dachte, dass es nicht reingeht. Auch schön hier. Mit dem Parkplatz. Da haben wir wieder eine Wasserrutschen-Outdoor-Park. Diesmal ein Outdoor-Wasserrutschen-Park und kein Indoor-Wasserrutschen-Park. Wie in, war das Hayes? Garden City? Ich weiß nicht. Jetzt haben wir geguckt, aber auch egal. Ja, dann fahren wir halt erst ein bisschen auf dem Hof ein bisschen umher.
sogar vor allem über diesen Bahnübergang rüber, während hier vorne uns Zug lang fährt. Das ist natürlich auch cool. Das ist sehr cool. Das gefällt mir. Fangen wir auch mal jetzt nochmal einen Speedbump ist. Aber wir schnell unterwegs sind einfach. Erst ist aber nicht notwendig gewesen. Und da haben wir die Walze. Wirkt halt schon echt sehr. Ja. Mir fällt gerade das Wort nicht ein. Sehr realistisch. Halt, wie der Hof dargestellt ist, da hat man schon in dem einen oder anderen Video sehen können, dass es so eine Art gemacht ist auch. Also quasi so, dass man doch schon über Schienen rüber muss, wenn es kaum man will. So, dann fahren wir jetzt die, beginnen wir die knapp 300 Meilen nach Topeka. Spannend hier mit dem Abbiegen, dass ich die Kurve auch gut bekomme, um nicht aufzusetzen. Ja, passt ja. Passt wie die Faust aufs Auge. Auch links halten wieder. Gucken wir uns mal die Fahrt, die Strecke an. Über die Highway 50 auf die Interstate 135 für einen kurzen Abschnitt, dann geht es auf der 50, auf dem 50er Highway weiter. Bis wir dann bei Emporia zur Interstate 35 wird. Hier wir dann auch nur kurz wieder befahren und dann nach Topeka verlassen. Ja, wir fahren nicht über die ja, Mautstrecke, über die Toll Road, sondern wir fahren hier über die Backroads quasi nach Topeka. Schön, dass die Ampel auch direkt umschwingen, wenn wir da sind. Ich weiß nicht, von der Strecke her passt das überhaupt? 5 Stunden, 6 Stunden, 7 Stunden knapp. Ja, das soll da hinhauen. Mit der Walze. Machen die da vorne. Oh Gott. Deswegen war das so weird. Deswegen war das so weird.
Mal hochbeschleunigen wieder. Und den Highway war es jetzt auch schon hier 50. Ja. Auf alle Fälle uns erstmal Richtung Emporia vormachen. Auch hier schon Highway 50 Richtung Hutchinson erstmal. Ist schon mittlerweile, diese Fahrt ist echt so eine der weiten Strecken, die wir fahren werden hier in Kansas, bevor das Event nicht abgeschlossen ist. Nice, dass man halt hier einfach überfährt. Wahrscheinlich das ein oder andere Video vielleicht auch, wo es unter Umständen dann auch nochmal nach Garden City oder so geht, wo wir schon mal gewesen sind halt. Einfach weil kein Auftrag dann da ist, der irgendwie uns wohin führt, wo wir noch nicht waren. Go straight. Ja, diesmal wirklich straight weiter, wo wir noch nicht gewesen sind, nach Hutchinson. Wir sind ja bisher immer zum oder vom Business District von wo auch immer wir da sind, hingefahren oder hergekommen. Wahrscheinlich ist sie über den Fluss drüber. Nennen wir es mal Fluss, ja doch, über so ein Bächchen würde ich sagen. Kleiner Fluss, ein Bach, wahrscheinlich eher ein Fluss. Oder doch eher ein Bach, ich weiß nicht, ich glaube eher Bach als Fluss. Zumindest von der Größe her ist das doch jetzt hier ein bisschen größer. Schön mit dem Farming Equipment, was scheinbar auch eine Route hat, die auf den Highway führt. Oder vielleicht ist es einfach nur da das Ende der Strecke und dann dreht das wieder um. Kann natürlich auch sein. Ich weiß nicht, wie die Wege gemacht wurden. Wer da ankommt? Scheint ja so. Zumindest nichts gesehen, aber kann ich mir nicht wirklich vorstellen, dass da ein versteckter Weg ist. Jetzt wird es auch ein bisschen neblig. Ein bisschen diesig in den Abend hinein. Kann man eigentlich auch hier so sehen, wie weit wir es noch haben? Ne, wir sind immer nur 86 Grad Fahrenheit. In welche Richtung wir fahren. Manchmal steht das ja irgendwo. Gut, 800 Meilen hätten wir noch, die wir fahren können mit den 129 Gallonen, die wir hier drin haben. Ne. Im Volvo FNL steht's nicht drin. Das ist wieder vorsichtig am DAF. Da weiß man ja, okay, so und so weit. So und so lange fährt man noch. So und so lange braucht man noch, bis man pennen sollte. Kurzer Abstand mit 75. Auch spannend. Dürfen wir jetzt gleich Hutchinson erreichen?
Emporia kommt ja noch später. Ja, der Water Tower von Hutchinson. North Hutchinson, wenn ich es richtig gesehen habe. Und aus. Man sieht es nicht ganz. Truckstop in der Nähe. Sogar da. Und auf der rechten Seite, wie es aussah. Müssen wir zum Büro anlässlich wegen des Kranwagens? Es sieht mir danach aus. Wird auch schon ein bisschen Freeway-mäßig hier. Der Highway. Aber wahrscheinlich sind wir gar nicht mehr auf dem, nicht mehr auf dem Highway, sondern eher auf dem Freeway mittlerweile. Kann sein, dass er schon wieder weg ist. Dann fahren wir ein bisschen weiter vor der linken Spur. Wahrscheinlich bin ich jetzt zu weit in der rechten Spur geswerft. Wieder schön mit den großen Farmfeldern hier den. Silo mit dem Farmelfieh zur linken und jetzt gleich auch zur rechten. Da mit dem Farmers House. Ah, das ist schon echt nice. Da vorne links halten. Das geht nicht nach Wichita. Genau, wir halten uns links. Richtung Selina und Emporia. Und wie gesagt, bei Emporia geht es dann durch Emporia sogar noch durch und dann nach Topeka. Heißt, wir halten uns erstmal an, ja, wir müssen uns nach Emporia halten. Also einmal schön straight rüber. Und weiter mit 65 Meilen pro Stunde. Nach Emporia. Und später. Topeka. Nur dieses Abbremsen, wir haben noch 50 Meilen bis Topeka, Emporia. Und dementsprechend wahrscheinlich so circa 130 bis Topeka. Hm? 120 da dran. Auch wir schon beim Bahnübergang hier. Also man merkt echt, es gibt sehr viele Bahnübergänge und vor allem auch Bahnstrecken an den Seiten. Bekommt man echt schon, ohne es vorher gewusst zu haben, also ohne, naja, selbst wenn man es vorher nicht wusste, so, ich wusste es ja vorher, aber bekommt man echt schon den Eindruck, dass, hätte man jetzt auch hindern gekonnt, dass es doch schon ein wichtiger Bestandteil von Kansas ist. Also, der Zugverkehr. Go straight. Stay right. Die
werden die deutlich bestimmt viel langsamer. Motor auf 60. Oder vielleicht 55, einer von denen wird safe vielleicht abbiegen. Was haben wir da für ein Konstruktor? Wahrscheinlich einen Parkplatz. Ein Viewing Area. Ah, hier haben wir es. Wo gehst du denn hier hin? Zu einer Firma wahrscheinlich, oder? Ja, zur Firma. Und dann haben wir da vorne einen richtigen Viewpunkt. Aber schön so mit den Backroads und den Field Roads. Wieder mit dem Tempo raus, gleich wieder unter 55 oder 50. Ich gehe auch unter 50, sicherheitshalber. Denn die 50 sind auch angemessen. Aber die KI finden natürlich noch langsamer. Erst auch mal in Emporia, the Sunflower State, haben wir jetzt zur Hälfte entdeckt, was die Shader betrifft, also aufgedeckt. Entdeckt haben wir sie noch lange nicht. Kurz davor zu fragen, ob es hier vorne noch enger wird oder warum. Oh. Sogar ein Kreisverkehr, wo am Ende noch gebaut wird. Scheibenwischer wollte ich jetzt nicht anmachen. Ich wollte eigentlich nach links blinken. Sollten wir jetzt gerade auf der Umgehungsstraße sein von der Toll Road. Die Wimmel müssen sicher auch nochmal befahren werden. Aber das Schöne, was mir gerade auffällt an Kansas, ist ja, dass im Gegensatz zum Westbalkan, also ist ja nur ein kleines Ding, aber hier kann man wirklich simpel sich das Ziel setzen, 90% oder so von Kansas abzuschließen, ohne dass man da irgendwie wild sich das alles zusammenrechnen muss von den einzelnen Ländern. Weil man halt jetzt nur einen Bundesstaat hat, ne? Der auf der Karte auch so markiert ist. So, wenn jetzt auf der Karte beispielsweise jetzt... Gott, da wollte ich nicht hin, ich wollte eigentlich zur Karte. Wenn jetzt hier im erkundeten Sektor quasi Westbalkan auch zusammengefasst wäre, was natürlich sinnfrei wäre, natürlich, könnte man das natürlich auch leicht sehen, aber so kann man natürlich gut sehen, okay, 16% aufgedeckt von Kansas, da hat man noch ordentlich, weiß man, okay, so und so sieht's aus, also weiß man direkt, wie es aussieht, was man noch zu tun hat, wenn man sich so ein Ziel setzt. Mit den Häusern an dem kleinen See. Und hier haben wir wieder Agrarwirtschaft und leere Felder. Bis das, wie das Auge reicht. Was? So weit, wie das Auge reicht, so natürlich.
Aber natürlich doch. Freie Bahn, freie Bahn. Doch, freie Bahn. Weil ich sowieso erstmal links, damit man rechts überholen kann. In der Theorie. Und dann beschleunigen wir wieder hoch. Und wir sind jetzt gerade genau Umgehungsstraße von der Toll Road nach Topeka und es sind nur noch 37 Meilen bis Nielsen. Ja, bis zur Nielsen Roads Corporation. Habe ich heute zumindest gut was geschafft. Muss ja jetzt langsam wieder gut was vorbereiten, da. Wenn das Video rauskommt, glaube ich, der. Ja, das sind dann schon ein zweiter Tag wieder nach dem Urlaub. Wo ich noch wirklich arbeiten muss. Also eigentlich der dritte Tag. Aber am Montag hatte ich noch frei. Beziehungsweise mir frei genommen. Und wenn ich mich nicht eingetragen habe. Genau. Gepennt wird auch gleich nach dem Auftrag. Deswegen muss ich langsam so ein bisschen was vorbereiten, dass ich erst auch mal in Topeka 8 von 14 The Sunflower State, damit ich keinen Leerlauf habe. Denn während, wenn ich arbeiten muss, dann wird es schwierig mit aufnehmen. Deswegen ist es vor allem, ich habe eigentlich zu wenig vorbereitet, eigentlich werde ich es gar nicht schaffen. Allein schon, weil ETS 2 ähnlich lang wird wie das Video hier pro Folge. Oder beziehungsweise so viel wie ich ungefähr für die ganze Session hatte jetzt. Die drei Folgen, die letzten drei Folgen in dieser hier. Daher wird es mit Vorbereiten ein bisschen schwierig, wenn ich noch einen Tag vorhabe. Wo ich was machen könnte, aber eigentlich auch nicht die Zeit dafür habe. Weil ich es anders eingeplant habe. Aber gut, ich muss im Grunde genommen 4 Tage durchhalten. Ab Montag, Samstag wird es dann wieder gehen. Mit ein bisschen was aufnehmen. Hier wieder eine Arbeitsagentur, die wir auch so aufdecken, okay? Diesmal wird die Weite doch schon eher zu einem Lager oder zum. Ich muss kurz sagen. Firmenlände. Natürlich zu kurz und aufgeschaden. What? Ist ja nicht so, dass ich schon aufwendiger Schaden habe, ne? Was haben wir hier eigentlich genügend? Und mach's nicht besser, als es ohnehin schon schlecht war. Also es ist noch nicht besser geworden, ne?
Aber drin ist drin oder so. Ausgerechnet eine Walze von Dodge City nach Topeka geliefert. Gefahrenstrecke 288 Meilen, Dauer 29 Minuten. Verbraucht doch Kraftstoff 45 Gallonen. Das war der 135. erledigte World of Trucks ATS-Auftrag. Und es gab 13.750 Dollar und 753 Erfahrungspunkte dafür. Dann geht's nochmal eben zum nächstgelegenen Schlafplatz. Gegenüber. Passend. 4% noch nicht reparieren. Dann nach der nächsten Fahrt wahrscheinlich. Und auch jetzt. Das reparieren wir auch nur. Und das war's auch. Alles reparieren für 316 Dollar, denn alles tauschen. Oh, kostet gar nicht so viel, wie ich dachte. Aber eine vollständige Wiederherstellung anfragen, das dauert. Das kostet. Denn wir haben Dauer wahrscheinlich von 2%. Aber reparieren wir einfach mal nur. Und da würde ich sagen, bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns im nächsten Cruising Kansas Event Video. Hier im American Truck Simulator wieder. Ja. Bis dann.